Die Ereignisse dieser aufregenden Geschichte haben ihren Ursprung in der Niederlage der Germanen bei Alesia. Damals schleuderte der große Häuptling Vercingetorix seine Waffen Cäsar zu Füßen. Au, oh, oh. Ganz Gallien ist also von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein kleines gallisches Dorf leistet dem Eindringling noch immer Widerstand. Wir kennen es gut, das kleine Dorf. Dort ist man alles andere als deprimiert. Der kleinste Anlass genügt, um eines jener Festgelager abzuhalten, bei denen mit Begeisterung geschlemmt wird. Doch gerade das letzte Festmahl hat unerwartete Folgen. Da los? Wird wohl ein Wildschwein abgestochen. Oder der Barde übt ein Wiegenlied. Aber die gequälten Schreie kommen aus der Hütte des Häuptlings Majestix. Hier ist der Druide, Chef. Wo fehlt's denn? Das Übliche. Immer wenn er mit den anderen Barbaren schlemmen geht, ist es am nächsten Morgen, als sei ihm der Himmel auf den Kopf gefallen. Nicht auf den Kopf. Es sitzt wohl mehr hier. Tja, das ist die Leber. Ich wusste gar nicht, dass einem das wehtun kann. Oh, geht's mir schlecht. Chef, deine Frau Gutemine hat recht. Ich glaube, bei unserem letzten Festmahl hast du zu viel gegessen und getrunken. Aha, aha. Asterix, ich wusste gar nicht, dass man zu viel essen kann. Miraculix, brauch mir einen Zaubertrank, der mich gesund macht. Ein Zaubertrank hilft da nicht mehr. Du musst Diät halten, dich einer Kur unterziehen. Was ich dir gesagt habe. Diät, Kur, niemals. Mir geht schon wieder besser. Mir tut nichts mehr weh. Auch nicht hier. Oh. Darf ich auch mal? Oh. Oh. Obelix, nicht berühren. Nicht berühren? Was denn? Das. Oh. Pass doch auf, Kinder. Ihm ist schon genug über die Leber gelaufen. Beim Belenus. Ich gebe mich geschlagen. Ich gehe zur Kur. Sehr gut. Ich glaube, das Beste wird sein, du gehst nach Aquae Calidae in der Nähe des Avernerlandes. Dort leitet der Druide Diagnostix das Thermalbad. Ich gebe dir eine Empfehlung an ihn mit. Und jetzt bekommst du noch ein paar Kräuter, damit sich deine Leber erst mal wieder beruhigt. Die Reisevorbereitungen sind schnell erledigt. Asterix erhält vorsichtshalber noch eine Feldflasche mit Zaubertrank, denn er und Obelix begleiten ihren Chef selbstverständlich auf seiner Reise. Und ich krieg wieder keinen. So gemein ist das. Es tut mir ein wenig leid, das Dorf zu verlassen, aber nichtsdestotrotz feiern wir zum Abschied ein großes Festmahl. Ein Festmahl? Oh, ich hab's satt, mich für einen dicken Barbaren aufzuopfern, der keinen Grips im Kopf und nicht die geringste Achtung vor mir hat, obwohl ich ihm die besten Jahre meines Lebens geopfert habe. Kommt, Freunde, wir gehen. Und so machen sich die drei schleunigst aus dem Staub. Na, hast du unsere Reiseroute, Chef? Natürlich, Asterix. Und außerdem eine Liste der besten Gastwirtschaften, die auf unserem Weg liegen. Ja, aber sollst du nicht Diät halten? Wenn ich schon eine Kur mache, dann soll sich's auch lohnen. Außerdem ist das alles Blödsinn. Ich fühle mich ganz ausgezeichnet. Ich war nur geistig etwas abgespannt. Ha! Ich hab's ja gewusst, dass man vom Essen nicht krank wird. So wird die Reise zum gastronomischen Streifzug. Ein Gelage jagt das andere. Ja, kräftiges Essen hält Leib und Seele zusammen. Und dazu erfindet Majestix Sprichwörter von geradezu sittlichem Nährwert. Ein Süßchen in Ehren darf niemand verwehren. Noch heute hört man sie aus dem Munde jener Leute, die streng Diät leben müssen. Ein Hörnchen Wein bleibt ungern allein. Und endlich im Laufe der Tage... Appetit gut, alles gut. ...kommen unsere Freunde zu den Toren von Aquae Calidae. Käse schließt den Magen. Ich mach jetzt ein Schläfchen, Kinder. Im Schatten unter dem Baum da. Ich fühle mich so schwer... Gesagt, getan.
Doch kaum ist Majestix eingeschlummert, löst sich ein Blatt, segelt hernieder und legt sich genau auf seine... Und so ziehen unsere Freunde also in Aquae Calidae ein, dem Badeort, der bei Galliern und Römern gleichermaßen gut bekannt ist. Oh, ist mir schlecht. Bald haben sie die Praxis von Diagnostics erreicht. Wir kommen vom Druiden Miraculix. Ah, sehr gut. Unser Chef hier, Majestix. Gut, ich werde den Patienten untersuchen. Nein, nicht anfassen, rührt mich nicht an, sägt mich nicht an. Oh, das tut weh. Ein extremer Fall. Wir werden Diät Nummer 1 anwenden. Majestix beginnt also mit seiner Kur. Er trinkt regelmäßig das Wasser der Quellen, lässt sich nach ausgeklügelten Systemen abspritzen und hält streng sein in Wasser gedünstete Gemüsediät. Doch als Asterix und Obelix die Erlaubnis bekommen, ihren Häuptling zu den Mahlzeiten begleiten zu dürfen, wird die Lage kritisch. Psst! Noch ein Wildschwein für mich. Und einen Cervisia. Die Nerven einiger Kurgäste fangen an zu vibrieren. Ja, ich kann kein gedünstetes Gemüse mehr sehen. Klaut meinem Idefix ja nicht seinen Knochen, sonst hau ich euch auf die Leber. Zur Kur gehören auch die Bäder in den Thermalschwimmbecken. Du, Asterix, ich hätte Lust reinzuspringen. Nein, Obelix, nicht! Nun ist zwar Obelix im Becken, dafür hat sich aber das Wasser verflüchtigt. Kinder, ihr geht mir langsam auf die Nerven. Andere Kurgäste sind schon bei Diagnostics, um sich zu beschweren. Beim Merkur! Die Barbaren müssen weg von ihr! Beim Juno, wenn ich sie noch ein Wildschwein essen sehe, bringe ich mich um! Ja, und hier machen sie uns den Mund wässrig und im Bad sitzen sie uns aufs Trockene! Du sagst es. Diagnostics beschließt, etwas zu unternehmen. Majestics! Im Interesse eines geregelten Kurbetriebes müssen deine Freunde abreisen. Du kannst sie nach der Kur wieder treffen. Ihr habt recht, meine Kleinen. Geht ins Avernaland, seht euch die schöne Landschaft an. Macht einen Abstecher nach Gergovia, dem Schauplatz unseres großen und unsterblichen Sieges. Und Alesia? Alesia! Ich kenne kein Alesia! Ich weiß nicht, wo Alesia liegt! Niemand weiß, wo Alesia liegt! Schon gut, schon gut. Wir machen einen Ausflug zu den Avernern. Mach dir keine Sorgen um uns. Wir sehen uns das Land an. Es soll da eine Spezialität geben. Wildschwein in Weinsauce. Und Gemüseeintopf. Und Hartwurst. Verschwindet! Und den bekannten Schimmelkäse. Komm, Obelix. Ich glaube, wir gehen jetzt besser. Unsere Freunde durchwandern also das wunderschöne Arverner Land. Ah, ah! Ach, was für eine köstliche Luft, Obelix. Ja, aber eines ist langweilig. Wir haben in letzter Zeit so wenige römische Legionäre gesehen. Zur Seite, Gallia. Freie Bahn für den Tribunen Tullius Philippansus, den Sonderbeauftragten von Julius Caesar. Oh, in diesem Land gibt's aber auch wirklich alles, Asterix. Gehen wir zur Seite. Warte, ich trinke erst ein Schlückchen Zaubertrank. Nein, das tun wir nicht. Sie fragen nicht höflich genug, darum nicht. Zur Seite, Römer! Freie Bahn für Obelix, Asterix und Idefix, die Sonderbeauftragten von Majestix. Beim Jupiter! Massakriert die drei Idioten und dann weiter! Ja, mein Tribun! Legio! Du bist immer so voreilig, Obelix. Du weißt doch, wenn sie den Anführer verlieren, verlieren sie auch den Mumm. Ah, gut. Ersetzen wir ihnen doch den Anführer.
Zum Angriff! Zum Angriff! Zum Angriff! Siehst du, Obelix? Wenn sie alle immer so einig wären, gäbe es mit der Völkerverständigung keine Probleme. Kurz darauf ist alles vorbei. So, ich glaube, es sind alle bedient. Warte, in der Sänfte, da ist vielleicht noch Nachschub. Hey, ihr da drin, wollt ihr euren Leuten nicht zur Hilfe kommen? Warte nur, du Räuber, Barbar, du wirst noch sehen, was es kostet, Tullius Firlefanzus, den Sonderbeauftragten von Julius Caesar, anzugreifen. Was ist denn das für ein Benehmen? Nur die Ruhe! Obelix, hör auf, mit ihm Schabernack zu treiben. Vielleicht hat der Mann gar keine Lust zu lachen. Gut, dann nicht. In just diesem Moment kommt ein Wanderer des Wegs. Schida, Philippanschus. ein netter Spitzname. Wieso Spitzname? Das ist Tullius Philippanschus, der ist schon der Beauftragte aus Rom. Aber bleiben wir lieber nicht hier, sonst gibt's Scherereien. Der Wanderer lädt die beiden Freunde ein, ihn in seine Stadt Gergovia zu begleiten. Er heißt übrigens Alkoholix. Ich habe ein kleines Geschäft am Ortseingang von Gergovia. In der Stadt gibt es einen kleinen Laden neben dem anderen. Und alle verkaufen Weine und Kohlen, wie Alkoholix. Sag mal, macht ihr euch keine Konkurrenz? Im Gegenteil. Wir kaufen einer beim anderen und plaudern von den Scheiden, als wir noch in Lutetia waren. Und was habt ihr in Lutetia gemacht? Wein und Kohlen verkauft. Frau! Ich bringe ein paar Freunde mit, die Firlefanzus kräftig eins ausgewischt haben. Ruf die anderen. Der Eintopf ist soweit. Bald sitzt man beim Essen. Firlefanzus ist eine hohe Persönlichkeit. Eigenschuhend geschickt, um zu sehen, ob die Averne unterworfen sind. Das ist aber gut. Was ist denn da drin? Als erstes braucht man dazu viel Fleisch. Fleisch? Fleisch. Genau, Fleisch. Und Fleisch natürlich auch. Denn ohne Fleisch kein Preis. Verzeihung, aber ohne euch nahe treten zu wollen, sag mal, sprecht ihr alle so? Oh nein, wir Alten sprechen so. Aber bei den Jungen lässt das nach. Sicher, das lässt nach. In ein paar Jahrhunderten wird es im Avernerland niemand mehr geben, der das Sch so ausspricht wie wir. So schade. Salut zusammen. Hier sind die Hartwürste, die ich bringen sollte. Ah, ich sehe schon, das lässt nach. Oh nein, der hat bloß einen Schungfehler. Was für einen? Er lispelt. Während also unsere Freunde im Avernerland schlemmen, trifft der Tribun Tullius Firlefanzus auf einem der unzähligen Wege, die nach Rom führen, bei Caesar ein. Oh, mein Caesar! Ich komme dir Bericht erstatten über meinen Auftrag. Die Averner sind immer noch so aufrührerisch. Ich bin angegriffen und geschlagen worden beim Jupiter. Wo das? Bei Minerva? In Gergovia, beim Saturn. Das muss doch mal aufhören beim Vulkan. Ich werde es Ihnen zeigen, diesen Galliern. Vidi, vidi, vici. Und Sie? Sie amüsieren sich. Ich werde Ihnen zeigen, wer hier der Herr ist. Ich werde Ihnen ein großartiges Schauspiel bieten. Einen Triumphzug durch Gergovia. Einen Triumphzug im gallischen Stil. Im gallischen Stil? Die Averner sollen mir zujubeln, wenn ich an ihnen vorbeiziehe. Aufrecht auf einem Schild, auf dem Schild des Vercingetorix. Geh, lass mir den Averner-Schild bringen. Doch in der riesigen Beutelkammer Caesars erwartet den Tribunen eine herbe Enttäuschung. Nein, so ein Schild habe ich nicht. Ich habe eine helvetische Wasseruhr, die Kuckuck ruft, eine Amphore mit lauwarmem Cervisia aus Britannien und auch eine Amphore mit frischem Cervisia aus Belgien, aber keinen Averner-Schild. Die Waffen von Vercingetorix müssen in Gallien geblieben sein.
So überbringt Tullius seinem Cäsar die betrübliche Nachricht. Na gut, Firlefanzus. Du wirst ins Avernaland zurückkehren und den Schild holen, den Vercingetorix mir zu Füßen gelegt hat. Oh, Cäsar, um Zeit zu sparen, könnte man doch einen anderen Schild nehmen, einen ganz neuen. Ich kenne da zufällig einen kleinen Handwerker, der... Verschwinde, Firlefanzus. Ich mache meinen Triumphzug nur auf dem Avernaschild. Versuche nicht, mich zu täuschen. Cäsar täuschen heißt die Götter täuschen. Und der Zorn der Götter wäre fürchterlich. Während Firlefanzus widerwillig ins Avernaland zurückkehrt, setzen unsere Freunde ihre Reise fort. Unter der sachkundigen Führung ihres Freundes Alkoholix besichtigen sie den Puy de Dôme, den Tempel des Lug, er ist der Gott des Handels und des Gewerbes, die Städte Nemossus, Neriomagus, Borvo und Calentes Aquae. Und Alesia? Was ist das? Was wollt ihr mit Alesia? Wir wissen nicht, was dieses Alesia ist. Durch diese Einstellung, die sich über Jahrhunderte gehalten hat, ist der Ort der gallischen Niederlage bis heute ziemlich mysteriös geblieben. Also kehren unsere Freunde nach Gergovia zurück. Wo das liegt, weiß man. Also, ihr bleibt bei uns? Ja, mit Vergnügen. Aber heute sorgen wir fürs Essen. Ja, wir jagen ein paar Wildschauen. Ein paar was? Wildsauen. Ah, Wildschauen. Die spinnen die Averna. Während der Wildschweinjagd treffen Asterix und Obelix auf den Tribunen Firlefanzus, der ja bekanntlich ins Avernaland zurückkehren musste. Nach einer ziemlich handgreiflichen Begrüßung ziehen unsere Freunde weiter. Also, es macht doch immer wieder Spaß, auf einer Reise alte Bekannte zu treffen. Die meisten Römer kommen ins Avernaland, um ihre Krankheit kurieren zu lassen. Ich bin der Einzige, der kommt, um sich die Gesundheit ruinieren zu lassen. Wenig später beruft der Tribun eine Versammlung aller Standortkommandanten im Hause des Präfekten ein. Ihr kennt also euren Auftrag. Findet den Adana-Schild, damit Julius Caesar einen Triumphzug durch Gergovia machen kann. Zahlreiche Einwohner von Alesia haben sich nach der Niederlage in Gergovia angesiedelt. Das ist unsere Chance beim Jupiter. Kurz darauf. In dem kleinen Laden von Alkoholix ist man gerade beim Essen. Ich komme. Nur die Ruhe. Auf Befehl des Tribuns Tullius Firlefanzus müssen wir eine Hausdurchsuchung machen. Ist recht. Wir haben nichts zu verstecken. Aber ich hab recht nichts. Averna, was ist hinter dieser Tür? Das ist mein Holzkohlevorrat. Die verkaufe ich. Ihr könnt reingehen, aber macht nichts schmutzig. Los, Legionäre! Alles durchsuchen! Das staubt vielleicht. Hier ist nichts. Und der Suchtrupp muss unverrichteter Dinge wieder abziehen. Weil sie nichts gefunden haben, sind sie ganz schwarz vor Ärger. Ganz schwarz. Sollen wir ihn einer reinhauen? Lass lieber, diese Barbaren sind unberechenbar. Hier sind sie lustig und plötzlich sehen sie schwarz. Wenig später erstatten die Patrouillenführer Bericht beim Tribun. Wir haben gesucht, bis wir schwarz waren, aber nichts gefunden. Ich bin sicher, dass es unter den Einwohnern von Gergovia jemanden gibt, der uns Auskunft geben könnte. Sie sind bockig und verschwiegen, diese Averna. Dann schicken wir einen Spion. Man bestimme einen Freiwilligen. Die Wahl fällt auf Gaius Faulus, den schlimmsten Drückeberger der ganzen Legion. Er kehrt gerade den Hof. Das heißt, er sollte es tun. Doch Gaius ist in seine Lieblingsbeschäftigung versunken. Faulus! Ist das deine Art zu kehren? Ich habe die erste Hälfte der ersten Platte fertig. Ich verschnaufe ein wenig und dann fege ich die zweite Hälfte und dann verschnaufe ich ein wenig. Dann kommt die erste Hälfte der zweiten Platte. Ich verschnaufe. Schweig und komm mit! Der Tribun will dich sprechen! Ich lasse meine Arbeit nicht gern im Stich.
Im Büro des Tribun. Ich beglückwünsche dich, Legionär. Du bist als Freiwilliger gemeldet worden, um als Spion zu den Galliern zu gehen. Gut, jetzt muss ich aber gehen und die halbe Platte putzen. Ich lass dich alle halben Platten putzen von hier bis zum Circus Maximus in Rom, wenn du nicht gehorchst. Das sind aber viele. Eieieiei. Und so kommt es, dass der römische Legionär Gaius Faulus versucht, mit einem Bart getarnt, bei den Avernern zu spionieren. Ich nehme noch ein Schlückchen Wein. Pass auf, Obelix. Du weißt, dass du es nicht gewöhnt bist, Wein zu trinken. Lass ihn doch, Asterix. Asterix, verbitte mir so etwas. Das bisschen Wein kann ihm doch nicht schaden. Hallo, Schutzamm. Gib's hier was zu trinken, gibt's? Woher kommst du? Wir haben dich hier noch nie gesehen. Ich komme aus Anisium. Ups, das ist weit weg von Alicia. Seid ihr in Alicia dabei gewesen? Das war was, Alicia, was? Ich kenne diesen Ort nicht. Entschuldigung, Hicks. Ich war nämlich in Alicia beim Saturn. Das war nicht leicht mit diesen verflixten Galliern. Aber ich hatte mich krank gemeldet und als es ankam, war alles vorbei. Er lagen nur noch die Waffen von Vercingetorix am Boden rum und Colchusius, der jetzt Schräder in dem Mossus fabriziert, der nahm sich den schönen Schild als Souvenir mit. Ja, den schönen Schild, den wir jetzt suchen, weil Caesar einen Triumphzug durch Gergovia machen will. Ein Triumphzug auf dem Schild. Hixe! Hoppla, wo ist jetzt dieser verflixte Bart? Sieh da! Also, salut zusammen, ich muss weiterfragen. Habt ihr diesen Spion gehört? Die Römer suchen den Schild des Vercingetorix, aber daraus wird nichts. Den Schild werden wir finden. Den Triumphzug werden wir machen. Ein Teutates! Asterix! Asterix! Lass doch die alten Geschichten. Wir haben jetzt Frieden und... Wir gehen sofort nach Nemosus zu diesem Keuchustus. Komm, Obelix. Ja, aber ich hab doch noch nicht fertig gegessen. Bald darauf treffen Asterix und Obelix in der großen Avernerstadt Nemosus ein. Sie gehen direkt zur Räderfabrik des Keuchhustus. Ihr wünscht? Wir möchten Keuchhustus sprechen. Unseren Meister? In welcher Angelegenheit? Tja, das ist so. Es geht um einen in einer persönlichen Angelegenheit. Wir heißen Asterix und Obelix. Cornelia, die rechte Hand von Lucius Keuchhustus wird euch empfangen. Wenn ihr mir bitte folgen wollt. Gern. Das sind unsere Büros. Wir liefern Räder in alle Welt und dann müssen natürlich viele Schriftstücke gemeißelt werden. Meinst du nicht, ich sollte ein Büro haben für den Verkauf meiner Hinkelsteine? Herein. Dann könnte ich vielleicht meine Hinkelsteine in alle Welt liefern. Und... Psst. Hier sind zwei Besuch. Danke, mein Kind. Du kannst dich zurückziehen. Ich höre, meine Herren. Wir möchten Keuchhustus sprechen. Tut mir leid. Lucius ist in einer Besprechung und darf nicht gestört werden. Worum handelt es sich? Um eine persönliche Angelegenheit. Ist das hier seine Tür? Ja, das ist die Tür zu seinem Büro. Aber es ist vollkommen unmöglich, ihn jetzt zu... Komm, Obelix! Dachte ich mir's doch. Er hat eine sehr einsame Besprechung. Tut mir leid, dich unterbrechen zu müssen, Keuchhustus. Was? Wer? Was wollt ihr? Wenn ihr es auf mein Gold abgesehen habt, das liegt in einem Kohlenkeller. In Helvetien. Das Gold interessiert mich nicht. Ich will nur den Arverna-Schild, den du dir in Alesia geschnappt hast beim Teutates. In der Radbranche redet man Ritter raus kurz und bündig. Zeit ist Sestatz. Würdest du mir Gewalt antun? Ja. Das dachte ich mir. Ich werde also alles sagen.
Den Schild besitze ich nicht mehr. Nach der Übergabe durch Vercingetorix hatte ich den Schild tatsächlich an mich genommen. Doch ich war in meiner Jugend dem Spielteufel verfallen. Und im Spiel verlor ich den Schild. Ein Legionär namens Apfelmus hat ihn genommen. Nach Kriegsende blieb ich im Avernaland. Wo ist dieser Apfelmus? Ich glaube, der... Er ist Badewärter im Thermalbad von Borvo. Komm, Obelix, wir machen eine Kur. Eine Kur? Was? Eine Kur? Wieso? Cornelia, kennt ihr den Namen dieser... dieser Baron? Ja, Lucius. Gut, hämmert eine Botschaft und lasst sie per Eilboten dem Garnisonskommandanten von Gergovia bringen. Nehmt Marmorblöcke ohne Briefkopf. Und nur eine Kopie für mein Privatarchiv. Die Botschaft soll anonym und vertraulich bleiben. Wenig später erreichen die Freunde das Thermalbad von Borvo. So, und jetzt? Jetzt tu so, als ob du krank wärst, Obelix. Wenn ich nicht bald ein Wildschwein bekomme, brauche ich gar nicht erst so zu tun. Hallo, wir möchten den Druiden sprechen, der hier den Kurbetrieb leitet. Prognostix? Da drüben ist dein Büro. Also, vergiss nicht, dich krank zu stellen, Obelix. Ja, gut. Ich hab verstanden. Schon gut. Einverstanden. Guten Tag, meine Freunde. Guten Tag, Druide. Ja, was hat er denn? Er ist krank. Ich bin auch krank. Selbst unser Hund ist krank. Wir wollen uns einer richtigen Kur unterziehen. Na, wollen mal sehen. Tut's euch da weh? Hä? Aua! Und da? Aua! Ausgezeichnet. Nun, da sagen wir, Duschen, Schmitzkuren, Bäder, Massagen und selbstverständlich strengste Diät. Also eine komplette Kur für euch beide. Für den kleinen Hund nicht. Die Thermalheilkunde steckt noch in den Kinderschuhen. Man weiß nicht, ob sie auch für Tiere gut ist. So unterziehen sich unsere Freunde einer Kur und verbinden diese mit einer diskreten Umfrage nach dem gesuchten Badewärter, die aber erfolglos bleibt. Bei den Mahlzeiten wird die Kur besonders peinsam. Ich bring euch eure Träubchen. Asterix, ich will seine Träubchen nicht. Asterix, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Asterix. Ruhig, ruhig, ich hab auch genug. Ich riskiere es und frage direkt. Gibt's hier nicht einen Badewärter namens Apfelmus? Ja, der war jahrelang hier. Dann hat er sich was zusammengespart und eine Wirtschaft aufgemacht. Hier ganz in der Nähe. Leicht zu finden. Sie heißt zum Wildschwein in Weinschorle. Ich gehe. Aber Obelix, ich wusste doch nicht... Und außerdem hat dir die Kur sicher gut getan und... Herr Asterix weiß alles besser als die anderen. Herr Asterix ist unschlagbar. Wenn Herr Asterix weniger schlau gewesen wäre, hätten wir unsere Umfrage bei Wildschweinen Weinsoße machen können. Komm, Idefix, wir kennen diesen Herrn. Und ich hab genug von deinem fiesen Charakter. Der Magen geht Herrn Obelix über alles. Wildschweine und Raufereien mit den Römern. Nur das braucht er. Brot und Spiele. Das ist das Gallien von heute. Und Herr Obelix ist ein ganz normaler Durchschnittsgallier. Hast du gehört, Idefix? Sowas wagt noch anderen weise Lehren zu erteilen. Idefix, du kannst deinem Freund ausrichten, dass er ein großer Dickkopf ist. Idefix, sag dem kleinen Herrn, seine Meinung interessiert mich nicht. Naja, ich hatte doch bloß Hunger. Mein Obelix. Mein Asterix.
verspreche dir, bevor wir weitersuchen, verzehren wir erstmal ein gutes Wildschwein in Weinsoße. Oh, ich kann darauf verzichten, weißt du. Kurz darauf finden sich die beiden dicken Freunde in der beschriebenen Wirtschaft ein. Hallo, du, bist du Abfällenmus? Ja. Na, dann vor allem mal zwei Wildschweine in Weinsauce. Für mich auch. Gut. Feine Bewegung! Auf Befehl des Tribunen Tullius Hirlefanzus nehme ich euch fest! Schade um die hübsche Herberge. Schnell noch einen Schluck Zaubertrank. Danach kannst du uns die Wildschweine in Weinsauce servieren. Auf geht's! So, sind die Wildschweine fertig? Bitte sehr, bitte gleich. So, die Wildschweine hier, wenn's beliebt, also dann guten Appetit. Es ist nicht meine Schuld. Die waren durch eine anonyme Botschaft auf euer Kommen vorbereitet. Ja, sie erwarteten euch. Das geht uns alles nichts an. Gib uns den Averna-Schild und wir sind quitt. Genau. Jemand, der so gut Wildschwein zubereitet wie du, kann nicht von Grund auf schlecht sein. Aber ich hab den Schild doch gar nicht. Das habe ich denen doch schon gesagt. Ich hatte ihn tatsächlich beim Spiel gewonnen, damals, als ich Legionär war. Da ich aber mein Quartier ohne Erlaubnis verlassen hatte, beschlagnahmte der Centurio Corruptus den Schild als Gegenleistung für seine Nachsicht. Gut, wo ist dieser Corruptus? Doch wohl nicht in einem Badeort. In einem Badeort? Dieser Weinschlauch? Nein, er ist bei der Legion geblieben. Anhand der Personallisten werden ihn die anderen rasch finden. Was schulden wir dir? 12 Sesterzen für die Wildschweine, wenn's recht ist. Den Schaden hier, den übernehme ich. Versprecht mir nur, dass ihr nicht wiederkommt. Später, nachdem man sich von einem vorüberkommenden Römer seinen Sportwagen geliehen hat. Wir müssen vor diesem Corruptus in Gergovia sein, sonst ist alles verloren. Wir können uns ja schließlich nicht mit einer ganzen Garnison herumschlagen. Wieso? Ist das verboten? Spät in der Nacht erreichen die Freunde Gergovia. Wir sind's. Obelix, Asterix. Und Idefix. Schnell herein! Der Himmel ist uns auf den Kopf gefallen. Und für euren ist ein Preis ausgeschätzt worden. Die Römer durchsuchen alles. Und das Schlimmste ist... dass mein Alkoholix verschwunden ist. Er ist sicher von Firlefanzus gefangen genommen worden. Lassen wir jetzt den Schild. Wir finden deinen Alkoholix wieder beim Teutates. Selbst wenn's verboten ist, wir greifen diese Garnison an beim Belenus. Am nächsten Morgen fahren die beiden samt Idefix mit Alkoholix-Schwager Badefix unter Kohlen versteckt in den Palast. Eine Fuhre Kohlen! Kann nicht passieren? Wir müssten den Wagen durchsuchen. Bist du verrückt beim Merkur? Da macht man sich schmutzig. Und nachher beim Kleidungsappell, wenn sie alles einzeln prüfen? Hast recht. Fahr weiter, Händler. Es scheint zu klappen. Ich tippe euch mit den Kohlen durch ein Fenster in den Keller. Viel Glück. Und während das geschieht, empfängt in dem Saal des Palastes der Tribun Tullius Firlefanzus Besuch. Nun, Corruptus, wir haben dich in einer Garnison in Segodonum gefunden. Dein Hang zur Weinamphore hat bisher dein Vorwärtskommen verhindert. Ich kann da etwas noch helfen, wenn du mir sagst, wo der Averna-Schild ist. Tja, ich habe ihn damals einem Weinhändler gegeben, aber den Namen, den weiß ich nicht mehr. Wer seid ihr?
gekommen, um Alkoholix zu holen. Alkoholix, das ist es. Das ist der Name des Weinhändlers, dem ich den Averna-Schild gegeben habe. Hä? Alkoholix? Alkoholix? Ich will Alkoholix. Nein, wir wollen Alkoholix. Alkoholix? Hallo? Alkoholix? Ich habe mich an den Namen Alkoholix erinnert. Also sprechen wir jetzt mal über meine Beförderung, ja? Komm, Obelix, Alkoholix scheint nicht hier zu sein. Wir gehen ihn woanders suchen. Ja, Asterix. Obelix, Asterix? Da seid ja ihr beiden die Gallier, die den Adana-Schild suchen. Wache, hierher! Du, Obelix? Ja. Hey, Tribun, was ist nun mit meiner Beförderung? Diese Männer, man soll diese Männer festnehmen. Ich kümmere mich persönlich darum. Ich lasse zum Appell blasen. Und Corruptus kümmert sich tatsächlich darum. Komisch. Die Wachen verlassen ihre Posten. Umso besser für uns. Während Asterix und Obelix unbehelligt den Palast wieder verlassen, schreitet Corruptus zur Tat. Tja, ich werde dem Beauftragten von Caesar zeigen, wie ein Altgedienter mit den Männern umzugehen versteht. Stillstand! Die Gewehre zum Kapot! Ave! 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 Zwei Unbekannte in Begleitung eines Tieres der Gattung Hund könnten versuchen, aus der Kaserne zu fliehen. Der Befehl lautet, um jeden Preis verhindern! Sie sind da hinaus! Ja, da hinaus! Dahin! Nun, habt ihr sie gefunden? Ave! Sehr klare Vermutungen scheinen anzuzeigen, dass die erwähnten zwei Individuen und das Tier da hinein... Alle mal hinterher! Na, das ist nur eine schöne, moderne Armee. Keine Disziplin mehr, keine Tradition. Hey, Legionär! Kann man hier irgendwo einen Schluck bekommen, um zu vergessen? Das lässt sich machen. Ich habe sowieso gerade eine halbe Platte fertig. Währenddessen kehrt Asterix wieder zu dem kleinen Laden von Alkoholix zurück. Luke, Scheidam, dass ihr wieder da seid. Alkoholix ist zurück. Ich muss euch etwas gestehen. Später. Die ganze Garnison ist uns auf den Fersen. Und dir auch. Wir müssen uns verstecken. Aber warum denn? Wir könnten doch... Nicht unter den Kohlen. Da suchen sie immer. Kommt hier hinunter, in den Vorratskeller. Kaum hat sich die Falltür über den Dreien, Vieren geschlossen, kommt unerwünschter Besuch. Komm, um Alkoholix und die beiden halbverrückten Gallier zu holen. Und du, rühr dich nicht. Ich habe nicht. Durchsuch die Kohlen. Kurz darauf verlässt eine ziemlich deprimierte Kohorte den kleinen Laden von Alkoholix. Isophorus, das ist die Armee von heute. Keine Haltung mehr. Ja, die sind nicht blau, sondern schwarz. In dem kleinen Laden öffnet Alkoholix Angetraute die Falltür, auf der sie befehlsgemäß während der ganzen Durchsuchung gestanden hat. Ihr könnt raus. Die Römer meinen, ihr seid geflohen. Sie suchen euch im Wald. Nachdem man sich gewaschen hat... Nun gut, rede, Alkoholix. Also, ich war schon. Ich war Weinhändler in Alessia. In der Nacht nach der Niederlage kam ein Centurio zu mir, ein richtiger Schäufer. Ich habe mit ihm getauscht. Ein Amphore Wein gegen den Averna-Schild. Und dann hat ein gallischer Krieger, der auch in der Gegend war, den Schild geschehen und hat mich angefleht, ihn ihm zu geben, damit er ihn sicher verwahren könnte. Ich war so schwach, den ruhmreichen Schild einem Unbekannten zu geben, der nicht einmal aus der Gegend war. Es ist jetzt nicht der Augenblick, um zu heulen. Als ich gemerkt habe, wie wichtig euch der Schild ist, habe ich mich für meinen Leichtsinn geschämt und bin geflohen. Aber ich bin zurückgekommen, alles zu gestehen. Erinnerst du dich nicht an den Namen des Kriegers? Nein. Er war nicht sehr dick und nicht sehr lustig. Das ist alles, was ich... Seid gegrüßt zusammen. Das ist er. Majestix, unser Chef? Da, Kinder. Man hat mir gesagt, dass ich euch hier finden würde. Ich bin fertig mit meiner Kur. Ich bin geheilt.
Das ist der, das ist der. Das ist der Krieger, dem ich den Schild gegeben habe. Ich habe ihn sofort wiedererkannt. Er hat kaum Schuh genommen seit damals. Hat er das öfter? Erinnerst du dich nicht? Alessia, der Werner-Schild. Aber natürlich. In der Nacht nach der Schlacht hatte ich den Schild bei einem Weinhändler wiedergefunden, der ihn mir dann... Wie? Und der Weinhändler warst du? Das war ich. Und den Schild? Hast du den Schild immer noch, Chef? Natürlich. Hier im Gepäck. Hilf mir mal, ich bewege mich nie ohne ihn von der Stelle und meist sogar auf ihm. Ich fass es nicht, ich fass es nicht. Der Averna-Schild ist der Schild von Majestix. Die Römer suchen diesen Schild überall. Ich bin in der Tat einem Haufen Römer begegnet, als ich hier ankam. Aber warum sind sie denn alle schwarz? Ja, das steht in engerem Zusammenhang mit den vielen Kohlenkellern hier in der Gegend. Aber das ist eine längere Geschichte, beim Teutates. Es ist nicht zu glauben, was, Obelix? Ja, beim Belenus. Ich wusste wirklich nicht, dass man derartig abmagern kann. Alkoholix, ich habe eine Idee. Ruf alle Einwohner von Gergovia zusammen. Währenddessen kehrt der Tribun Tullius Firlefanzus, rußgeschwärzt wie seine Legionäre, nach erfolgloser Suche in die Stadt zurück. Wir werden sie finden, Männer beim Jupiter! Und wenn wir ganz Gergovia in Schutt und Asche liegen! Doch vor den Toren der Stadt werden sie bereits erwartet. Oh, Römer! Hier sind wir und erwarten euch! Das ist einer von Ihnen! Zum Angriff! Einen Augenblick, Tribun! Wer bist du, der es wagt, den Sonderbeauftragten von Julius Caesar anzusprechen? Lüfte deine Kapuze und gib dich zu erkennen! Ich bin der Auftraggeber. Und inkognito hier, um zu sehen, woran wir sind. Julius Caesar. Nun, wir wollen Gergovia angreifen und... Blödsinn! Oh, Römer! Was ist das denn? Oh, nichts. Braucht gar nicht drauf zu achten. Macht eure Augen weit auf. Und ihr, mutige Einwohner von Gergovia, erlebt den Triumphzug von Majestix, unserem Häuptling, auf dem Arvarna-Schild. Und so ziehen sie vorbei an den staunenden Römern. Gut. Ich kam, ich sah und ich habe verstanden. Niemand darf erfahren, dass ich hier dabei war. Und da ich dich zu dem komischen Aufzug deiner Truppe nicht beglückwünschen kann und ich sicher gehen will, dass mein Besuch ein Geheimnis bleibt, schicke ich dich mit deinen Leuten nach Numidien. Ah, endlich zwei saubere Legionäre. Ihr? Natürlich, wir Kolumbus. Centurio, ich mache dich zum Garnisonskommandanten von Gergovia. Legionär, ich mache dich zum Centurio. Und dass ich nie mehr ein Wort über diese Stadt höre. Ave. Ave. Wir werden die besten Beziehungen zu den hiesigen Weinhändlern haben. Faulus und ich. Klar? Centurio V. Los. Mit Bedauern verlassen unsere Freunde nach diesem denkwürdigen Triumph Gergovia. Auf der Reise kommt Majestix wieder zu Kräften und zu alten Formen, denn er besucht dieselben gastronomischen Stationen wie auf dem Hinweg. Und wieder einmal endet unser Abenteuer mit einem Festmahl. Alle sind da. Alle? Nein, einer fehlt, aber wer wohl? Tubadix ist es nicht. Er sitzt unter den anderen, denn er hat versprochen, heute nur zu essen. Wer also dann? Aber gute Miene, ich führe doch den Vorsitz bei dem Bankett. Ich muss hingehen. Ich bin geheilt, gute Miene. Gute Miene, du wirst doch nicht mit dem Schild auf mich losgehen. Gute Miene!